Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Rockradio. Hallo und herzlich willkommen zur allmonatlichen Liederbestenliste hier im Rockradio. Und auf Alex Berlin sagt Petra Schwarz, Mitglied der Jury der Liederbestenliste. Heute an diesem letzten Freitag im Februar 2024, dann schauen wir wie an jedem letzten Freitag im Monat nach vorn, heute also auf die Märzwertung 2024. Der Ordnung halber sei wie immer erwähnt, der Sendeverantwortliche ist Klaus Schnabel-Köplin. Ja, und auch gleich zu Beginn wie immer schon einmal der Hinweis, die Wertungen der Liederbestenliste in ein paar Tagen dann auch schon für März 2024 findet ihr auf unserer Website liederbestenliste.de. Dort könnt ihr sehen, dass es im März 6 Songs auf Anhieb neu in die Top 20 geschafft haben und 2 Songs von weiter hinten in die Top 20. Ja, und innerhalb der Top 20 gibt es auch einige Bewegung, die sich in der kommenden knappen Stunde widerspiegeln wird. Außerdem habe ich wie immer die persönliche Empfehlung Lied und die persönliche Empfehlung Album für euch und Dave Robb mit einem Gundermann-Song in Englisch. Hinweis auf eine Veranstaltung am Sonntag in der Wabe in Berlin, das verbinde ich damit. Ja, und ein Interview-Schnipsel mit Stefan Lasch. Da geht es um eine Veranstaltung am 8. März im Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel. Und ein Interview-Schnipsel mit Laura Liebeskind, die neulich einen grandiosen Abend hier in Berlin hingelegt hat. Ja, aber jetzt geht's erst einmal los mit einem Neueinstieg auf 20 im März. Rosa Hölger mit Winter in Spechte. Im Wald und überm Haus der Mond machen, dass sich wach bleiben lohnt. Am Himmel ist wieder Orion zu sehen, lass uns mit deinem Kamin einkuscheln gehen. Wenn du willst, kannst du in meinem Zimmer kiffen. Wenn du willst, hier ist das größte Kissen. Wenn du willst, kannst du von meinem Teller essen. Wenn du willst, kannst du dein Zeug bei mir vergessen. Oh,
fanden wir unseren Platz jetzt schon. Komm, ruf in den Wald, runter bis zum Sumpf. Alles, was da zurückschallt, kam aus deinem Mund. Die junge Sängerin Rosa Hörger ist eines der vielversprechendsten Talente in der deutschen Liedermacher-Szene, sagt WDR5, also der Öffentlich-Rechtliche in Nordrhein-Westfalen. Und sie selbst schreibt, das ist ein sehr persönlicher Song, also der, den wir gerade gehört haben. Meine Ode an den Ort in Brandenburg, mit dem ich Gemeinschaft und rohe Idylle verbinde. Nachdem mir 2020 der Förderpreis der Liederbestenliste zugesprochen wurde, war es für ein paar Jahre etwas ruhiger. Die Songveröffentlichung jetzt ist der Auftakt für ein Jahr, in dem wieder viele neue Songs zu erwarten sind. Ja, wir sind gespannt. Auch auf 20 in der Liederbestenliste im März, also punktgleich, Roman Nowkas Hot 3 mit Hemmige. Das haben wir in einer der letzten Sendungen gehört. Die Plätze 19, 18, 17 und 16 gibt es nicht in der Märzwertung, weil sich 5, ja wirklich 5 Songs punktgleich auf 15 tummeln. Da ist zunächst ein weiterer Neueinstieg, nicht Seattle, so heißt die Frau wirklich, mit Frau sein. Anrufen werde ich nicht. Ich lieb sie unglaublich. Anrufen werde ich nicht. Was soll ich ihr erzählen von entzündeten Seen, von Shitstorm, Bach und Hund? Aufstehen ohne Grund, tief traurigen Liedern, die rühmen unseren Geschichten auf Bühnen. Von unbekannten Normen, von keinem, der bleibt, und von Leere unter Leib. Von ewigen Traum, von seltenen Farben, von keinen Feiertagen, von meinen Utopien, die bisher unsagbar blieben, von den ungeheuren Mieten. Will ich nicht, ich will das nicht, ich greift sie keiner an. Ich will gar nichts sagen, sie einfach nur umarmen, doch das kann sie nicht so lang. Will ich nicht, ich wär's nicht, Frau sein, Frau sein. Will ich nicht, ich will Frau sein. Halte einen Mann, aber behalte deinen Stolz. Dass du nicht immer gleich heulst. Natürlich tut es weh, aber lass dich nie gehen. Du wirst dich dran gewöhnen. Will ich nicht, ich will das nicht, Frau.
deinem Leben einen Sinn und halt es hoch, das Kind. Nein, ich nur ein Hund und nicht die Falten um den Mund, du bist doch noch relativ jung. Will ich nicht, wär's nicht Frau. Schönes an, streiche einen Raum. Ich will ihr gar nichts sagen, sie einfach nur umarmen. Doch das kann sie nicht so lang. Mach ich nicht, mach das nicht, Frau. Was für ein Song, knapp 7 Minuten lang und was für eine Stimme. Auf 15 im März, nicht Zirtl. Ja, was ist das? Nun, seit mehr als 10 Jahren veröffentlicht die 1985 geborene Katharina Kollmann bereits Musik unter dem Namen Lake Felix und 2017 begann sie dann darüber hinaus, Songs unter dem Pseudonym nicht Zirtl zu schreiben, erstmals in deutscher Sprache. Ja, und das ist eben ein Name wie eine Metapher für einen Ort, von dem man stammt bzw. eben nicht stammt. Erst neulich habe sie dieses Zitat von Marx gelesen und sei sofort gerührt gewesen. Zitat, die Forderung, die Illusionen über einen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Nicht Zirtl stammt übrigens aus Berlin-Karlshorst, um genau zu sein. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja, und des Weiteren im März auf 15 Stoppock mit diesem Song. Es gibt einen Hafen, da fährt kaum ein Schiff. Und wenn eins fährt, so in unbestimmte Fernen. Es kommt, wenn es ankommt, von sehr weit schon her. Und einer steigt aus und er kommt übers Meer. Mit Gläsern auf Fracht von den Sternen. Man baut am Kiel der Vergangenheit ein Saal mit Blick auf das Meer. Und mit Wänden aus Träumen ging die Wirklichkeit, denn die liebte man nicht sehr. Im Wartesaal zum großen Glück, da warten viele, viele Leute. Die warten seit gestern auf das Glück vom Morgen und leben mit Wünschen von übermorgen und vergessen, es ist ja noch heute. Diese armen, armen Leute. Sie blickten aufs Meer und sie sahen auch das Schiff, gerade als es abfuhr in unbestimmte Fernen. Und sie jagten auf Träumen hinter ihm her und sahen ihn nicht, wie er kam übers Meer mit gläserner Fracht von den Sternen. Und er ging am Quai der Vergangenheit vorbei und im Saal, die ließ er einfach stehen. Ging geradeaus in die Wirklichkeit und da hat man ihn lächeln sehen.
Wartesaal zum großen Glück. Da warten viele, viele Leute, die warten seit gestern auf das Glück vom Morgen und leben mit Wünschen von übermorgen und vergessen, es ist ja noch heute. Diese armen, armen Leute. Und es fuhren am Morgen die Fischer hinaus und es glühte der Himmel bis in unbestimmte Fern. Da kam er gegangen und ihre Netze waren leer, doch da holt er für sie die Sonne aus dem Meer und trug sie empor zu den Sternen. Und sie glänzte weit durch die Wirklichkeit, und es tanzten die Boote im Licht. Nur im Saal am Quai der Vergangenheit, da sah man die Sonne nicht. Im Wartesaal zum großen Glück, da warten viele, viele Leute. Die warten seit gestern auf das Glück von morgen und leben mit Wünschen von übermorgen und vergessen, es ist ja noch heute, diese armen, armen Leute. Von seiner neuen CD Teufelsküche Stoppock. Ja, und das war's noch nicht mit ihm. Gleich noch mehr in dieser Sendung. Die dritte im Bunde auf 15, Merle, mit dem Titelsong ihres neuen Albums Tigerinnen. Ich hocke zitternd im hintersten Winkel der winzigen Hütte. Das Tier könnte jedes kleinste Geräusch von mir hören. Es liegt vor der Hütte. Es blinzelt, ich halte die Luft an. Jeder Windhauch, den ich verursache, könnte es stören. Dieser Tiger schläft nicht, er wetzt seine Krallen und leckt sich sein glänzendes Fell. Dieser Tiger schläft nicht, er wetzt seine Krallen und leckt sich sein glänzendes Fell. Sein hungriges Maul und faucht, seine Zähne sind riesig. Ich schieb ihm zum Eingang die letzten Konserven mit Wurst. Den Rest Schokolade werfe ich ihm in Stückchen zum Fraß hin. Und sind die gleich alle, löscht mein Blut seinen Durst. Dieser Tiger schläft nicht, er wetzt seine Krallen und leckt sich sein gieriges Maul. Dieser Tiger schläft nicht, er wetzt seine Krallen und leckt sich sein gieriges Maul. Hör ich ihn schmatzen, die Tatze streckt er in die Hütte. Seine Krallen berühren mein Bein, ich kann seinen Atem schon spüren. Da hör ich ein donnerndes Gurgeln tief in meiner Kehle. Wie ein wildes, gefährliches Tier beginne ich zu brüllen. Ein riesiger Hunger durchfährt meine Glieder. Ich zeig meine Krallen und schreite auf Tatzen hinaus. Mein Feind schaut verdutzt und weicht zögernd zurück Richtung Urwald. Ich streck mich im Sonnenlicht aus und bewache mein Haus. Dieser Tiger schläft nicht, ich wetz meine Krallen und lecke mein glänzendes Fell. Dieser Tiger schläft nicht, ich wetz meine Krallen und lecke mein gieriges Maul. Tiger schläft nicht, ich wetz meine Krallen und lecke mein glänzendes Fell.
Merle, Merle Weißbach aus Biesenthal bei Berlin mit dem von mir persönlich für Februar empfohlenen Song Tiger, neu eingestiegen auf 15 im März. Ja, und auch neu auf 15 in der Liederbestenliste im März die Brigade Futur 3 mit Privare. Existieren kann Gemeinschaftsgüter. Von Schulen bis Universitäten, bis zu Verkehrseinrichtungen, jedes andere mehr. Vor diesem Hintergrund ist interessant, was mit der Privatisierung passiert und was dahinter steckt. Privatisierung kommt von privare. Privare ist ein lateinisches Wort, das heißt berauben. Wenn nun eine Privatisierung stattfindet, dann werden Gemeinschaftsgüter von privaten Interessen aufgekauft oder sogar verschenkt, was ja auch oft genug der Fall ist. Und das ist nichts anderes als eine Beraubung der Gemeinschaft. Man kann es noch zuspitzen. Hier wird die Gesellschaft enteignet von einem Privaten. Für eine Sache, die für einen Privaten interessant ist, das heißt, die für ihn profitträchtig ist. Langsam raus. Der Song ist auch wahnsinnig lang und recht außergewöhnlich für die Liederbestenliste, aber ist schon der zweite Song, der auftaucht von Brigade Futur 3. Die vier Musiker, und es sind ja noch viel mehr, die dann dazukommen, haben sich zusammengetan, das Erbe Bertolt Brechts und Kurt Weils anzutreten. Insbesondere in der Überzeugung,
dass Künstler sich politisch äußern müssen. Die verheerenden Auswirkungen, so schreiben sie, des Raubtierkapitalismus auf die Welt werden immer deutlicher und es ist klar, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Brigade Futur 3 auf 15 im März. Und der 5. auf 15 ist Mazen Abu Daken mit Was haben wir gelacht? Auch den Song haben wir schon öfter gehört. Auf 14 ist niemand platziert, weil die 13 doppelt vergeben ist. Leck mich am Arsch, Amore Mio findet sich dort von und mit Fortuna Ehrenfeld und Caro Nero mit dem Song Katapult. Auf 12 Kunz mit Blume Edehor. Platz 11 gibt es nicht, dafür ist Platz 10 zweimal vergeben und dazu kommen wir gleich. Vorher ein kurzer Blick zurück in den Februar. Da war sie, Laura Liebeskind aus Leipzig, auf 14 neu eingestiegen und der Song, der das Ganze repräsentiert, heißt Hinter den Kulissen. Danach ein kurzes Gespräch mit Laura. Ich sing ein Lied für euch. Ich lach im Scheinwerferlicht für euch. Ich glitscher und ich reflektier und hüte das Geheimnis in mir. Im Bühnennebel erzähl ich euch wohlverdaute Geschichten. Doch müsst ich echt erzählen von mir, dann wird mich das vernichten. Denn hinterm Vorhang, in der Pause, hinter den Kulissen, in der Ecke und am Exit-Schild fühl ich mich beschissen. Ich verbeug mich tief vor euch und neige meinen Kopf gen Norden. Doch wenn ich dann vorm Spiegel steh, denk ich, was ist aus dir geworden? Den hinterm Vorhang, in der Pause, hinter den Kulissen, mit all der Schminke, die irgendwann wieder runter muss, fühl ich mich beschissen. Der Geist, der alte Geist ist da, mein ungeliebtes Accessoire. Red mal, wer das Saallicht weiter auf. Doch kein Applaus der Welt vertreibt, was mich so düster einverleiht. Ich singe, 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 damit ich nicht überlaufe. Denn hinterm Vorhang, in der Pause, hinter den Kulissen, im Auto, auf dem Rücksitz, fühl ich mich beschissen. Exorbitant zerrissen, als würde ich mich vermissen. Hinter den Kulissen. Für mich, Laura, ein wahnsinnig beeindruckender Titel. Wie du das singst, wie der aufgebaut ist, die Idee und diese Ehrlichkeit, die da drin steckt. Was hat dich bewogen, so einen Song zu machen? Ja, ganz kurz. Ich habe damals eine Show gespielt im Kristallpalast, 130 Shows in 4 Monaten. Und ich hatte keine gute Zeit, aber es war gut, jeden Tag irgendwo hin zu müssen, was zu tun. Ich hatte so einen Lampenschirm auf mit Fransen und musste so komisch hin und her wackeln. Das Publikum hat sich totgelacht, aber ich dachte manchmal,
was zum Teufel tust du hier eigentlich? Und so entstand eigentlich die Idee zu diesem Song. Meine Produzenten haben gesagt, ist nicht so unser Favorite, aber ich dachte, nee, mir ist der Song wichtig, das muss eine Single werden. Ist eine Single von der kommenden CD, wird es auch eine LP geben? Wahrscheinlich ja, ne? Genau, bei ja, CD macht man LP. Ja heutzutage so, ne? Dionysos heißt diese. Und wie nun wiederum bist du auf die Idee gekommen, ein Album Dionysos zu nennen? Ich bin ein großer Philosophie-Fan und ich habe vor Jahren mal Karl Hegemann kennengelernt. Der war Chefdramaturg an der Volksbühne in Berlin und er hat einen Kurs gegeben zum Wechselspiel zwischen Apollon, dem rationalen Gott, und Dionysos, sag ich mal, dem intuitiven, animalischen, kreativen Gott. Und ich habe doch gemerkt, wir bilden uns wahnsinnig ein, oft rational zu sein, und drunter sind wir eben leider doch nicht so rational. Und du fühlst dich mehr zu dem kreativen Gott hingezogen, offenbar. Ich glaube, dass ich umso rationaler handeln kann, je mehr ich meinem kreativen Gott auch ein paar Häppchen hinwerfe, dort, wo er wirklich Gutes tun kann, und mir auch eingestehe, dass er Teil von mir ist. Ja, Laura, liebes Kind, ich bin mir sicher, man wird von ihr weiterhin hören. Das Ganze ist wirklich grandios, was sie auf der Bühne macht, was mich veranlasst hat, mit ihr einen Podcast Schwarz hören aufzuzeichnen. Und dort haben wir eben auch über ihre aktuelle Musik gesprochen, aber über ihr Leben und natürlich auch über den Tod. Demnächst überall, wo es Podcasts gibt, Schwarz hören mit Laura, liebes Kind. Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. Rockradio. Hört wie an jedem letzten Freitag im Monat die Liederbestenliste auf Alex Berlin über UKW 91,0. Ja, und dann am nächsten Montag die Wiederholung auf rockradio.de mittags um 12. Und apropos Wiederholung, in diesem Zusammenhang begrüße ich auch ganz herzlich die Hörerinnen von Radio Swoopfurt, das die Liederbestenliste auch übernimmt, und zwar immer am ersten Dienstag des Monats um 18 Uhr über DAB+. Am Mikrofon Petra Schwarz, hallo. So, wir gehen wieder rein in die Liederbestenliste im März. Auf 10 Kai Degenhardt mit Nachtlied vom Streik. Haben wir gehört in den Sendungen zuletzt. Und punktgleich neu in die Top 20 hochgeklettert. Prächtig mit Schreibblockade. Draußen ist es Nacht, in meinem Kopf auch. Das Laub liegt in den Straßen, ich lieg wach. Bekanntlich kommt es anders, anders als gedacht. Ich hätte mir auch nie erträumt, dass ich jeden Tag das Gleiche mach. Ich sollte wandern statt zu rennen, was sehen statt zu lesen. Damit ich wieder träumen kann, muss ich mal was erleben. Es braucht 1000 Millionen für 1 Milliarde und nur ein Schreibblock für meine Schreibblockade. Ich hab 1000 Ideen nicht zu Ende gebracht und hab auch nicht weiter darüber nachgedacht. Ich bin frei, frei von Gedanken, bin ich damit auch frei von jedem Vorurteil. Es braucht 1000 Millionen für 1 Milliarde und nur ein leeren Schreibblock für meine Schreibblockade. Ich setz mich an den Schreibtisch und schreib ne Zeile auf. Dann halt ich sie in den Händen und zünd sie an. Ich warte eine Weile, um zu sehen, wie's weitergeht. Doch die Geschichte hat kein Ende, es ist schon spät. Ich sollte tanzen statt rumzusitzen, was singen statt zu reden. Damit ich wieder träumen kann, muss ich mal was erleben. Es braucht 1000 Millionen für 1 Milliarde und nur einen leeren Schreibblock für meine Schreibblockade. Ich hab 1000 Ideen nicht zu Ende gebracht und hab auch nicht weiter darüber nachgedacht. Ich bin frei, frei von Gedanken, bin ich damit auch frei von jedem Vorurteil. Es war 1000 Millionen für 1 Milliarde und nur ein leeren Schreibblock für meine Schreibblockade. Ich bin leer, völlig ausgebrannt und so langsam verliere ich den Verstand.
Es ist immer das Gleiche, jeden Tag wieder dieselben Gedanken, dieselben Lieder. Wenn ich so gern was Neues hören will, wurde nicht irgendwann alles erzählt, was wenn bald wirklich gar nichts mehr fehlt, bleibe ich dann für immer still. Es braucht 1000 Millionen für 1 Milliarde und nur einen leeren Schreibblock für meine Schreibblockade. Ich hab 1000 Ideen nicht zu Ende gebracht und hab auch nicht weiter darüber nachgedacht. Ich bin frei, frei von Gedanken, bin ich damit auch frei von jedem Vorurteil. Es braucht 1000 Millionen für 1 Milliarde und nur einen leeren Schreibblock für meine Schreibblockade. Prächtig heißt die Band, neu in den Top 20, genau genommen in den Top 10. Auf 10 prächtig. Auf 9 Lukas Meister mit einem Song, der sich auf einem Album befindet, das mein Kollege Michael Lohse aus Köln persönlich empfiehlt für März. Und er schreibt unter anderem, das Album heißt übrigens Schneeflocken im Sommer, auf den Winter schimpfen kann jeder, wie wär's mal mit etwas Humor? Lukas Meister versetzt sich in die Lage von 2 verliebten Schneeflocken. Und aus deren Sicht sieht die Welt gleich komplett anders aus. Zitat, wer wird denn gleich an den Frühling denken, lass uns kalte Liebe schenken, solange es schneit. Denn wehe, wenn die Temperaturen steigen, dann sind die Schneeflocken verloren. Das neue Album von Lukas Meister ist die beste Medizin gegen den Winterblues. Der Wahlberliner, der ursprünglich aus der Gegend von Freiburg stammt, verzaubert darauf mit seiner ganz eigenen Mischung aus Leichtigkeit und Nachdenklichkeit. Aus einem schrägen Einfall macht er wie in Schneeflocken eine Parabel auf die Vergänglichkeit, voller Witz und Poesie. Lukas Meister hat auf seinem 5. Album endgültig zu seinem unverwechselbaren Ton gefunden, so schreibt mein Kollege Michael Lohse, mit tollen Melodien, einem sinnlichen Klang und Texten, deren literarische Qualität weit aus dem Gros des Genres herausragt. Der Sänger, Gitarrist und Pianist hat dieses Mal alles selbst aufgenommen, ob Gesang oder Instrumentalspuren. Vielleicht wirkt das Ergebnis deshalb so einheitlich, obwohl die Lieder so vielfältig sind. Und wir hören den Song, der platziert ist im März. Erwachsenenprobleme holen dich ein, dabei hast du niemals zugestimmt, erwachsen zu sein. Und 2 Zeugen Jehovas stehen vor deiner Tür, die wollen immer nur reden, sie wollen niemals Bier mit dir. Trinken sie, winken zum Abschied durch den Spion. Ihr werdet euch wiedersehen, bald schon. Finanzielle Fragen betreffen mich, dabei finde ich den Kapitalismus widerlich. Und ein Bankangestellter ruft mich ständig an, ob ich nicht mal wieder zur Filiale kommen kann. Ich sage, ich will nichts anlegen, ich lege lieber auf und mute mein Telefon. Doch ich weiß, wir werden uns wiedersehen, bald schon. Dann die Vögel, jedes Jahr von neuem, sie fliegen in den Süden, die Würmer wird es freuen und sie sammeln sich und rufen mich, ich steh auf dem Balkon und warte, bis ich sie wiedersehe, bald schon. Sie hat gesagt, sie heiratet mich in 7 Jahren. Wir sind zusammen mit dem Rad zur Schule gefahren
und ich hatte damals schon kein gutes Gefühl. Ich war mir nicht so sicher, ob ihr Freund das alles will. Und wir küssten, als wüssten wir weiter nichts davon, dass wir für immer auseinandergehen. Bald schon. Und das war in Ordnung aus heutiger Sicht. Damals wusste ich das, was ich heute weiß, alles noch nicht. Und wer weiß schon, vielleicht wär ich überhaupt nicht hier. Und das wär wirklich schade, denn ich bin gern bei dir. Nur dass die Momente immer viel zu schnell vergehen, eilig rauschen sie davon. Und ich hoffe, du bist da, wenn die Zeit stehen bleibt. Meister mit diesem Song auf 9 in der Liederbestenliste im März auf dem Album Schneeflocken im Sommer. Die persönliche Empfehlung Album von meinem Jurykollegen Michael Lohse vom Westdeutschen Rundfunk in Köln. Die Plätze 8 und 7 sind im März in der Liederbestenliste nicht vergeben, da Platz 6 dreimal belegt ist. Da sind zum einen Milou und Flint mit Lächeln auf Schwarz-Weiß, schon mehrfach gehört in der Sendung, und Wanda neu auf 6, und so klingt das Ganze. Ob alles gut wird, wie ein Kind, das nicht merkt, dass es älter wird. Bei niemand anders werde ich sein, wenn das alles zugrunde geht. Bei niemand anders werde ich sein, wenn die Welt untergeht. Und deine Angst vor dem Ende ist so alt wie die Menschheit selbst. Es endet, bin ich da und ich halte dich fest. Und wenn ein Sandsturm kommt, breit ich meine Arme aus vor dir. Wenn du nicht weiter weißt, ruf ich an und wir gehen spazieren. Und wenn du untergehst, küss ich dich und atme in dich rein. Ich will, dass du ewig lebst und bis dahin sollst du glücklich sein.
Kinder neu auf 6 im März mit diesem Song. Mal sehen, wie es weitergeht. Auf 6 auch Johannes Kirchberg mit Lili Marleen vom Album des Monats im Januar bei der Liederbestenliste. Und er war jüngst im Theater Ost und hat dort einen grandiosen Abend hingelegt. Großes Musiktheater auf kleiner Bühne. So hat es die Chefin des Theaters Ost, Katrin Schülein, beschrieben. Sehr zu empfehlen, falls er mal bei euch in der Nähe ist. Auf 5 in der Wertung im März Courage von und mit Sigrid Horn. Ein auch wirklich starker Song, den wir in der letzten Sendung gehört haben. Auf 4 ein Song namens Stammtisch von Ada vor Zürich, also Ada aus Zürich, den mein Jurykollege Freddy Hallauer aus Bern in der Schweiz persönlich empfiehlt. Und er schreibt unter anderem, ein Stammtisch ist ja sowohl eine Gruppe von mehreren Personen, die sich regelmäßig in einem Lokal trifft, als auch der meist größere runde Tisch, um den sich diese Gruppe versammelt. Im Mittelpunkt dieser Stammtischrunden stehen oft das gesellige Beisammensein, Kartenspiel und politische oder philosophische Diskussionen, so steht es bei Wikipedia geschrieben. Und er schreibt weiter, im Lied Stammtisch geht es genau um die Gespräche, die dort stattfinden. Als unbeteiligte Zuhörerin schnappt Ada von Zürich Gesprächsfetzen auf. Zumindest macht das Lied diesen Eindruck und verarbeitet sie in dem Lied. Der Kernsatz, ich sage ihn gleich mal in Deutsch, er wird nie mehr so gut, wie es nie war, ist zentral. Ja, und Ada von Zürich überzeugt mit eigenständiger Lyrik und eigenständiger Musik, ohne experimentell zu sein. Nein, im Gegenteil, das Ganze kommt schlicht und ansprechend daher. Es wird nie weh, es wird nie mehr so gut, wie es nie war. Es wird nie weh, es wird nie weh, nie mehr so gut. Es wird nie weh, es wird nie weh, es wird nie mehr so gut, wie es nie war. Es wird nie weh, so gut. Nach dem Abschiedstruhe seit einer, wo nicht brennt. Es bringt nichts, eine Schuld zu bedauern seit einer, wo die Liebe nicht kennt. Es wird niemals wieder so gut, wie es nie war. Ada von Zürich, von der übrigens auch das Album des Monats stammt und die persönliche Empfehlung von meinem Kollegen Freddy Hallauer nachzulesen auf unserer Website liederbestenliste.de. Ja, auf 3 in der Wertung im März Wenzel, in den Ländern schläft der Krieg. Und auf 2 neu in der Wertung, noch einmal, ich hatte es angekündigt, Stoppock. Wir gehen, wir kommen, wir laufen, wir tanzen. Wir hüpfen, wir springen, wir küssen, wir zanken. Wir checken die Börse, kaufen Medikamente, gehen abends essen, sparen für die Rente. Vom Tod kein Wort. Wir fahren, wir rudern, wir schwimmen, wir reiten. Wir schweigen, wir schreien, wir boxen, wir streiten. Wir machen Party, wir lassen es krachen. Wir denken, sprechen, weinen, lachen. Wir putzen den Hintern, wir fletschen die Zähne. Vom Tod kein Wort. Wir schmieden das Eisen, haben große Pläne. Vom Tod kein Wort. Wir nageln Bilder an die Wände, sind ergriffen und klatschen in die Hände. Vom Tod kein Wort. Ja, ja, ja,
da sind, ist er nicht da. Und wenn er dann da ist, sind wir nicht mehr da, da, da. Soweit Stoppock. Die Zeit rennt zu schnell, ich muss raus. Ich nehme an, der Song wird sich weiter platzieren. Vom Tod kein Wort. Das spricht mir aus dem Herzen, sehr nah an meinem Podcast Schwarz hören, Gespräch über Leben und Tod. Und bevor wir zum Spitzenreiter der Liederbestenliste im März kommen, ein Blick auf eine kommende Veranstaltung im Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel in Berlin-Weißensee. 50 Jahre Radio, Podiumdiskothek bei Jugendradio DT64. Und da ahnen Kenner schon, es ist ein Buch von meinem früheren Kollegen Stefan Lasch. 60 Jahre Jugendradio DT64, wo ich ja übrigens auch meine ersten 10 Radiojahre verbracht habe. Heute in 14 Tagen am Freitag, den 8. März um 19 Uhr. Und Stefan Lasch sagt zu seinem neuesten Werk: Ich habe versucht, in dem Büchlein ein paar Sachen anzusprechen, die für uns damals wichtig waren und letztlich auch für die Hörer. Weil die Hörer, ich habe das schon gehört von einigen, die sind bass erstaunt gewesen, wie kompliziert die ganze Chose eigentlich war. Bass erstaunt ist ja ein schönes Wort aus dem Munde eines Bassisten. Und es war eine andere Art Radio, als es sonst zu DDR-Zeiten gab. So viel kann man mal festhalten. Das kann man festhalten, aber, jetzt kommt ein Aber. Ich bin der Meinung, dass DT64 eine gute Schule war. Wenn ich mir heute angucke, Kollegen, die damals in den 80er, End-80er Jahren angefangen haben, was aus denen geworden ist. Und die haben einfach nur das Handwerk gelernt. Und man kann machen, was man will. Handwerk ist nochmal die Grundvoraussetzung. Mal schnell heutzutage was zusammenschieben und einen Text über KI sich zu basteln. Sorry, tut mir leid. Und das war auch das Schöne zu meiner Zeit, wenn ich über die 50 Jahre reflektiere, dass die Selbstdarstellung nicht vordergründig war. Ja, da ist was dran. Das ist selten, dass ein Moderator wirklich moderiert. Genau. Im Sinne von vermitteln, von durchführen. Ja, das ist wohl wahr. Und Stefan, du machst ja nach wie vor auch Radio. Ja, ich habe es ja mal umschrieben, vom analogen Staatsrundfunk zum digitalen Bürgerradio. Ganz kuriose Geschichte, kriegt einen Anruf, ein Haro aus Limbach-Oberfrohna, Sachsen. Aus deiner früheren Heimat. Erzählte mir, dass er bei Radio T eine Sendung Rückfall macht und Podiumdiskothek gehört hat und mich gern als Gesprächspartner. Will's abkürzen, bekam eine Einladung und großkotzig, wie man ist, ich habe noch was in der Schublade und wenn ihr mal was braucht, kann ich machen. Und da kam mir die Geschichte mit Coverland, also musikalische Nachspiele, hat ja auch so eine Doppeldeutung, also Coverversion. Und die suche ich, und das ist mein großer Glücksfall, die suche ich wirklich mit Hand und Ohren aus und nicht über irgendeine KI, sondern das, was mir passt. Und habe da schon Coverversionen gefunden, wo selbst Kenner mir gesagt, boah, wo hast denn das her? Also ein kleiner Ausschnitt aus meinem Podcast mit Stefan Lasch, der überall zu hören ist, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos von Stefan dann übrigens auch im Rockradio am 1. März von 14 bis 15 Uhr. Das ist eine Freitagssendung hier, also kommenden Freitag. Und am 5. März ausführlich bei Speiche von 18 bis 20 Uhr. Und für den 8. März für unsere Veranstaltung bitte schon Tickets sichern über den Peter Edel Ticketshop. Ja, und ein weiterer Veranstaltungstipp: Am Sonntag, also übermorgen, am 25. Februar, gibt es um 20 Uhr in der Wabe hier in Berlin The Songs of Gerhard Gundermann in Translation, konkret auf Englisch, von und mit Dave Warp. Man's gone, he'll leave behind an old tool bag, the shining rail tongs and the water bottle. And if it makes you cry, go find yourself a man, but don't go falling. No, don't go falling. Na, erkannt, ein Gundermann-Song in der Interpretation und Übersetzung von Dave Robb aus Schottland live am
Sonntag, übermorgen in der Wabe hier in Berlin. Und da wird dann der Mann auch mit auf der Bühne stehen, der die Spitze inne hat, so wie im vergangenen Monat auch. Andreas Albrecht mit dem Song, den wir gleich noch kurz reinhören. Ja, wir hören uns in 5 Wochen wieder am 29. März. Nochmal Glückwunsch an Andreas Albrecht, dessen Album, von dem der Siegertitel stammt, auch das Album des Monats im Februar war. Einen schönen Tag noch, einen schönen Monat und wir hören uns wieder. Andreas Albrecht kommt hier. Der Spitzenreiter im März mit Zwischen den Kriegen. Und damit bis zum nächsten Mal. Irgendwann werden wir traurig sein. Ein bisschen, sie ist so ungerecht, diese Welt. Irgendwann Unmut äußern, ein bisschen unseren Kindern Flaggen auf die Wangen mal vielleicht. Und irgendwann wütend sein, ein bisschen, weil wir die Lügen sahen und geschwiegen. Doch jetzt lasst uns feiern, so laut es geht, weil Stille nur den Kopf verklebt. Ja, lasst uns tanzen und springen vor Glück. Es ist zwar seltsam, doch sicher und schön hier zwischen den Kriegen. Gemütlich sein dürfen, ein bisschen, mit was in der Hinterhand vielleicht. Und auf unseren Sofas beim Aktienschaufeln geht niemand drauf, kein Mensch nicht, auch wir nicht. Ist nur eine Scheinwelt mit erfundenem Geld. Und irgendwann, dann hören wir das System von innen aus versprochen. So geht unser Weg irgendwann. Und wenn das nicht klappt, immerhin, wir haben's probiert ein bisschen und niemand ist perfekt. Jetzt lasst uns feiern, so laut es geht, weil Wehmut nur den Kopf verdreht. Wir können stolz sein auf uns und das Glück, dass wir uns hier mit unserem Fleiß geschaffen haben, hier.